Thema der Einheit heute sind kleine Spielformen. Wir beginnen mit Finden zum Warmmachen, werden dann eine Tschechenrolle spielen. Das bedeutet, es sind immer 3 gegen 3 mit schnellen Teamwechseln. Beim Aufwärmen bauen wir gleich Finden ein, weil das kommt auch im Hauptteil sehr häufig vor. Jetzt gehen wir zum Hauptteil über. Wir spielen 3 gegen 3. Das Team, das ein Tor schießt, nimmt den Ball aus dem Tor, attackiert sofort das andere Tor. Das Team, das das Tor kassiert, muss sofort das Feld verlassen und ein neues Verteidigerteam kommt rein. Achtet darauf, dass sich die Jungs sofort auf die neue Situation einstellen. Jedes Mal, wenn ein Tor fällt, ändert sich die Spielrichtung. Sie müssen schnell wahrnehmen, wo sind Mitspieler, wo ist Gegenspieler, wo ist der Ball. Sofort darauf reagieren auf die neue Situation. In der Szene ist natürlich wichtig, dass der Stürmer schneller den Abschluss sucht. Aber da wir erst seit einer Minute begonnen haben, wollen wir jetzt erstmal den Spielfluss fördern. Tommy, neben dir! Tommy, neben dir! Anbieten, Verdon, komm! Super gespielt! Super, Sie! Gehen wir mal davon aus, Rot hat den Ball. Jetzt möchte ich da sehen, ja, dass ihr natürlich die Breite nutzt, aber noch viel wichtiger, dass Ronaldo in dem Fall die Tiefe nutzt. Dass er wirklich das Spielfeld groß macht, wir spielen ohne Abseits. Jetzt ist es gleich viel, viel größer. Würde Ronaldo da stehen, was würden die Blauen tun? Mitgehen. Wir würden es auch enger machen, damit das Feld, wie wir spielen können, viel kleiner. Also immer einer muss weiter nach vorne. Schau!